Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist das erste Projekt in diesem Jahr und es ist ein sonniges Projekt. Dazu schauen wir doch gerade mal raus. Ja. Ich glaube, das ist genau das Wetter, um nicht draußen zu arbeiten. Okay, dann schauen wir erstmal, was wir alles für Teile haben und was ich schon vorbereitet habe. So, worum geht's? Ja, das steht ja schon im Titel. Wir wollen eine Solaranlage auf unser Elektroauto bauen. Warum? Ja, wir können mit diesem Teil das Auto mit Sicherheit nicht vollladen. Ist auch gar nicht die Intention. Es ist ein kleines Projekt und es ist... Ja, es ist eine Möglichkeit mit der Sonne, das Auto, wenn wir im Supermarkt stehen und da steht eine halbe Stunde auf dem Parkplatz, ein bisschen aufzuladen. Zumindest die Sitzheizung kann man damit kompensieren. Schauen wir einfach mal, was es bringt und wie es funktioniert. Ja, was haben wir dazu? Wir haben hier dieses kleine Solarpanel. Das hat eine ganz ideale Größe. Haben wir so gefunden, das passt genau. Zwischen das Dachfenster und der Heckkante. Ja, es hat 60 Watt Leistung. Und als zweites haben wir dazu diesen sensationellen Laderegler. Da wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas Tolles gibt. Denn, wie wir hier sehen können, wir haben eine mögliche Eingangsspannung von 12 bis 50 Volt und jetzt kann man Akkus anschließen mit 24, 36, 48, 60 oder 72 Volt. Und das finde ich denn genial. Das heißt, hier ist ein Transformator drin, der die niedrige Eingangsspannung, hier was kommt hier raus, hier liegt eine Spannung von irgendwo 12 bis 19 Volt, kriegen wir aus dem Solarpanel raus und mit diesen 19 Volt einen 60 Volt Akku laden ist hiermit möglich. Was haben wir gemacht? Als erstes haben wir hier mal diese dicken Solarkabel abgeschnitten und ein brauchbares Kabel angelötet. Das ist eigentlich im Moment die erste Vorbereitung. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das Ganze auf und in das Auto reinbekommen. Kurz vorab nochmal schauen wir uns die Teile nochmal im Einzelnen an. Da hätten wir also dieses Solarpanel, den Laderegler und eine wasserdichte Kabeldurchführung. Hier noch ein paar Kleinteile, ein paar Winkel, ein paar Schrauben, Lüsterklemme und ein bisschen Kabel. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. So, der Regen ist weg, unser letzter Schnee auch, aber dafür haben wir jetzt Sturm. Macht aber nichts, deshalb sind wir hier in das Haus gefahren, da ist es ein bisschen windgeschützt. Also, los geht's! Thank you.
da wir jetzt die Winkel erst aufs Dach schrauben müssen, weil wir ja sonst hier schlecht verschrauben können, tun wir die Muttern hier hinten verkleben, damit wir dann wieder von außen die Schraube einfach reindrehen können. So, und um jetzt die Löcher hier zu markieren, habe ich mir einen Trick ausgedacht mit einem kleinen Klebestreifen. Jawohl, perfekt. So, passend zu den ersten Löchern fängt es jetzt gerade wieder ein bisschen das Regnen an. Dann machen wir mal einen Test, ob diese wunderschönen Edelstahlschrauben da auch reinpassen. Na, schaut doch richtig gut aus. So, jetzt müssen wir dann mal schauen, wo wir die Kabeldurchführung hinmachen. Die muss so weit wie möglich hier außen. Den Himmel bekomme ich hier nicht ab. Aber das Plastik hier drunter, das können wir ein bisschen lösen. So, ja, und dann dürften wir hier sehen, wo das Kabel durchkommt. So, da machen wir die hin. So, dann kann es jetzt hier innen weitergehen. So, und da ich jetzt mit dem ganzen Gedöns, der Solarregler, der soll hier hin, muss ich unten durch, heben wir das Auto mal ein bisschen an. Die Kabel habe ich jetzt hier unten durchgefriemelt, das sind die zwei, das schwarze und das weiße, kommt hier hinten raus und geht jetzt da vorne unter den Fahrersitz. Hier drunter, hier wohnt auch das Ladegerät und hier sind meine beiden Kabel. Jetzt brauche ich nur noch den. Oh, es ist ein bisschen windig. Den Regler hier anzuschrauben und anzuschließen, und dann haben wir es schon gleich geschafft.
genau als wir fertig waren, fing es wieder an zu regnen. Man könnte sagen, eine perfekte Punktlandung. Besser hätten wir es, glaube ich, nicht hinbekommen können. Ja, und wer jetzt glaubt, wir hätten das jetzt einfach so draufgeschraubt und schauen wir mal, ob es funktioniert. Nein, natürlich haben wir vorher bei gutem Sonnenschein mal einen Probeaufbau gemacht und geschaut, ob da tatsächlich eine Ladung erfolgt. Um jetzt mal genau zu dokumentieren, was denn an Ladung zustande kommt, haben wir folgenden Versuchsaufbau gemacht. Hier die kleine Kamera aufgestellt und Bilder und Videos im Stand und während der Fahrt bei bedecktem Himmel und bei Sonne gemacht. Zunächst erstmal zur Erklärung. Der Regler hat ein Display und zeigt im 3-sekündigen Wechsel unter P die Spannung am Panel, C wie Current der Ladestrom und B wie Batterie die Spannung an der Batterie an. Bei bedecktem Himmel haben wir im Stand keine Ladung, weil die Leerlaufbatteriespannung dann zu hoch ist. Hier heute bei einem sonnigen Tag geht die Panelspannung deutlich über 20 Volt und jetzt kommt der Hammer. Wir laden mit fast 2,5 Ampere. Und das ist im Februar, das heißt, wir haben einen relativ flachen Sonnenstand. Im Sommer wird die Leistung also bestimmt noch deutlich höher gehen und die Batterie zeigt hier gute 65 Volt. Es folgt eine Fahrt bei bedecktem Himmel. Und eine Fahrt bei etwas Sonne. Es waren immer noch ein paar Schleierwolken da, also wirklich kein strahlend blauer Himmel, aber die Sonne hat schon deutlich geschienen. Thank you.